Weit über 100 Sitzungen hat das Gericht nun hinter sich. Dreimal in der Woche beginnt pünktlich um 8.30 Uhr die Verhandlung. Sie dauert bis 16.30 Uhr, unterbrochen nur durch die Mittagspause. Wie immer werden die Anwesenden von Richter Hofmeier namentlich aufgerufen. Häufig schon kam es in der Vergangenheit zu scharfen Wortwechseln zwischen dem Hauptangeklagten Mulka und Staatsanwalt Kügler. Mulka behauptet von Beginn an, von nichts gewusst zu haben. Die meisten Angeklagten verweigern fast immer die Aussage. Die Kameraderie unter den SS-Männern hält auch noch in der Hauptverhandlung. Keiner belastet den anderen. Und das sicherste Mittel dafür, Aussageverweigerung. Heute steht wieder eine Auseinandersetzung zwischen Mulka und Kügler bevor. Falls keine weiteren Fragen sind, hätte ich noch eine Frage in Gegenwart des Zeugen an den Angeklagten Mulka. Bitte schön. Ich frage Sie nun, ob Sie davon gewusst haben, dass die Leute mit den Lastkraftwagen zu den Gaskammern gefahren sind. Davon bekam ich keine Kenntnis. Und wie können Sie erklären, dass Ihnen das verheimlicht worden ist? Nachdem Sie das heute alles erst erfahren? Es lag keine Veranlassung vor, da ich mit Schutzhaftlager und Häftlingen nichts zu tun hatte. Das ist ja eine Sache der Vergasung gewesen und die hat mit dem Schutzhaftlager doch wohl kaum etwas zu tun gehabt. Das hat auch mit Vergasung nichts zu tun, Herr Staatsanwalt. Ich frage, ob Sie es gewusst haben. Ich frage nicht, ob Sie etwas damit zu tun hatten. Ich frage, ob Sie es gewusst haben. Ich bekam keine Kenntnis davon. Insoweit habe ich es nicht gewusst. Sie wollen also sagen, Sie haben damals, als Sie Adjutant waren, nicht gewusst, dass die Lastkraftwagen eingesetzt wurden, um die zur Vergasung bestimmten zu den Gaskammern zu transportieren? Nein, man fragte mich nicht danach. Sie haben es nicht gewusst, wollen Sie sagen? Nein! Manche im Saal glauben, sie hätten nicht richtig gehört. Der Adjutant von Auschwitz behauptet, nichts von den Vergasungen gewusst zu haben. Mulkas Arroganz macht Schlagzeilen. Die Journalisten sind fassungslos.